Aufsichtsratsmitglied Thomas Date ist seit Sonntag bei der Mannschaft im Trainingslager. Gemeinsam mit Steffen Menze und Peter Packold bespricht er nicht nur die sportlichen Ziele des Vereins. Der 46-Jährige konnte sich in den vergangenen Tagen einen umfassenden Überblick über die Lage der Mannschaft verschaffen und zieht bereits jetzt ein positives Zwischenfazit. Für unsere Möglichkeiten sehr zufrieden, also alle ziehen voll mit. Deswegen bin ich auch mal mit hergekommen, um mal zu schauen, also motiviert, alles wunderbar. Und der Kader von der Stärke her, denke ich mal, ist mindestens ebenbürtig wie letztes Jahr. Nur da wurde nie alles abgerufen. Da gab es ja zwischendurch einen Trainerwechsel und so weiter. Also die Spieler, die da sind, denke ich mal, sind auf jeden Fall in der Lage, die Klasse wieder zu halten. Steffen Menze ist von der Qualität des Kaders überzeugt. Die Frage, auf welchen Tabellenplatz Dynamo am Ende der Saison landen wird, beantwortet er zurückhaltend. Das einzuschätzen ist sehr schwierig in dieser Liga. Man sieht immer wieder Überraschungsmannschaften, man sieht welche, die unten drin sind, Probleme bekommen. Ich denke, wir haben eine Möglichkeit, uns gut zu entwickeln. Wir sind relativ ordentlich besetzt, sollten aber nicht jetzt in irgendeiner Euphoriewelle schwimmen, sondern einfach unsere Arbeit machen. Wir haben ein sehr schweres Auftaktprogramm und dann einfach gut in die Saison starten. Ich glaube, dass der Konkurrenzkampf sehr, sehr angeheizt ist, dass viele die Möglichkeit haben, auf dem Platz zu stehen, dass keiner mehr so in dem Maße gesetzt ist und ohne Konkurrenz dasteht. Und das ist ein gutes Zeichen, was auch dann die Qualität im Kader weiterheben kann. Die vermeintlich neue Rolle von Thomas Date wurde in den vergangenen Wochen heiß diskutiert. Dabei ändert sich für die sportliche Leitung und das Trainerteam nicht viel, erklärt der gebürtige Dresdner. Also es ist eine ganz normale Funktion, wo man im Aufsichtsrat gesagt hat, jemanden zu nehmen, der im Vorfeld, bevor Entscheidungen vom Steffen Menze, also von der sportlichen Führung, vom Trainer durch abgestimmt, vorgelegt werden, wo man drauf geschaut wird, über Transfers, Summen, Höhen und so weiter, um dann in die große Diskussion im Aufsichtsrat nochmal zu haben. Das ist der ganze Hintergrund. Also bei mir hat sich nichts geändert in der Zusammenarbeit. Die ist, seitdem ich da bin, genauso gewesen. Das Einzige, was man jetzt sagen kann, dass es aktuell ein bisschen intensiver ist, weil es halt ein bisschen medial begleitet ist. Wir haben nach wie vor ein gutes Verhältnis. Das war schon immer so. Wir gestalten ein paar Sachen zusammen, aber letztendlich ist meine Aufgabe die gleiche geblieben. Ich werde alles so machen, wie es vorher der Fall war. Und das war's eigentlich. Ansonsten ist alles okay. In den kommenden Tagen wird wohl der letzte Neuzugang präsentiert. Festspieler Adam Susak soll den Kader der SGD komplettieren, wenn ihm sein aktueller Verein die Freigabe erteilt und auf eine Ablöse verzichtet. Ja, der Trainer hat den Wunsch geäußert, den Susak zu verpflichten. Wie gesagt, das ist für uns kein großes Risiko. Das wäre die letzte freie Stelle, die wir haben, was jetzt den Abwehrbereich betrifft und dann auch den gesamten Kader. Und das versuchen wir jetzt zeitnah noch umzusetzen und müssen schauen, ob das klappt. Wann Mohamed Aoudia zur Mannschaft stoßen wird, bleibt hingegen weiter offen. Nach jetzigem Stand hat der Stürmer noch einen gültigen Vertrag beim algerischen Meister und kann frühestens am 4. August bei Dynamo ins Training einsteigen. Na, der Vertrag endet halt am 3. August, was ein bisschen ungewöhnlich ist. Da gibt es auch jetzt einen Schlichtungsversuch mit dem algerischen Verband. Der Spieler und wir haben unsere Aufgaben erledigt, was jetzt das ganze Visa und Arbeitsgenehmigung betrifft. Das ist alles in Sack und Tüten. Er könnte theoretisch morgen anfangen. Bloß wir sind halt darauf angewiesen, eine Einigung mit dem Verein zu finden und das auch vom Verein wohlwollend begleitet wird. Aber da ist man halt auf Dritte angewiesen und das ist jetzt nicht so angenehm. Aber selbst wenn er am 4. und erst dann zum möglichen frühesten Beginn nach seinem Vertrag ankommt, besteht ja die Möglichkeit, einen Spieler zu integrieren. Dann dauert es halt wahrscheinlich ein bisschen länger, weil er die Vorbereitung nicht gemacht hat. Wir können aber davon ausgehen, dass viele Spieler in vielen Vereinen noch bis zum 31. August immer noch in Bewegung sind und deswegen sehe ich da jetzt nicht das ganz große Problem. Mit Michael Poté, Slatko Dedic, Sofian Benjamina und Tobias Müller verfügt Dynamo schon jetzt über eine extrem starke Offensivreihe. Man kann davon ausgehen, dass sich keiner dieser Spieler auf der Bank wiederfinden will und jeder bedingungslos um einen Platz in der ersten Elf kämpfen wird.